Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, meine Damen und Herren, und ein herzliches Willkommen hier zu diesem neuen Video. Heute wollen wir uns mal angucken die 30247, das ist die Mini-Version des ARC 170 Starfighters. Das Ganze stammt von 2014, das können wir hier irgendwo hinten drauf auch lesen, hier steht's. Und ja, so ein kleines Polybag, was anscheinend im Moment immer noch verkauft wird. Ich habe es ja auf eBay erstanden, habe ich ja schon gesagt, also auf eBay Kleinanzeigen genauer gesagt. Und wir öffnen das Ganze jetzt einfach mal. Und ich freue mich super, super, super darauf, das aufzubauen, weil das halt mein, wie gesagt, mein fehlendes Polybag aus der Zeit war, aus 2014. So, das sind die kleinen Teilchen, die hier mit enthalten sind. Ich habe mir die Bauanleitung, ist wieder so ein kleines Blättchen zum Ausfalten. Und dann würde ich sagen, ich baue das mal ganz kurz auf und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und das hier ist dann letztendlich der liebe kleine ARC 170 Starfighter. Also, ich weiß nicht, ich denke mal, ihr kennt das größere Modell, also das große Modell, natürlich auch aus dem Originalfilm dann, das ist der Episode 3 oder The Clone Wars, denke ich mal, kommt der dann auch vor. Ich persönlich habe The Clone Wars nicht wirklich ausgiebig geschaut. Also ich finde den einfach unfassbar cool, der ist unfassbar detailliert, die Farben sind unfassbar, also es ist viel unfassbar an diesem Starfighter, wie ihr merkt, es ist einfach richtig cool, der sieht einfach wunderbar aus, ich denke ihr seht das auch, ich persönlich finde aber auch weiß und dunkelrot passen unfassbar gut zusammen. Gut, wir sehen hier schon, wir haben dieses eine vordere Cockpit hier vorne, dann haben wir hier oben noch dieses Doppelcockpit, wo normalerweise auch der Astromech mit drin sitzt. Ich glaube, das ist der hier dann angedeutet, so ein bisschen hinten mit dem einen Jumper. Okay, kurzer Zwischencut, ich hatte vergessen, ein Teil anzubauen und ja, jetzt sieht es auch ein bisschen mehr nach Astromech-Droide aus. Und weiter, dann haben wir hinten noch ein Cockpit und so eine kleine Laserkanone, damit der Starfighter auch so ein bisschen schießen kann. Schießen kann er auch übrigens aus diesen kleinen Kanoten an der Außenseite. Hier vorne haben wir noch Mini-Figuren-Köpfe in dunkelrot, die dann als diese komischen Antriebe vorne genutzt werden. Ja, ansonsten Flügel. Die hier können wir natürlich hoch und runter klappen. Das ist ein bisschen schwer, weil die so ein bisschen sehr, sehr fest sind, aber sehen auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und das wäre es eigentlich auch schon mit diesem coolen kleinen Starfighter. Und mehr kann man dazu tatsächlich nicht sagen. Das Ganze kommt aus dem Jahre 2014, wie gesagt. Falls ihr das Ding haben wollt, müsstet ihr euch also auf Zweitanbietermärkten dann umschauen. Kleinanzeigen oder Bricklink oder so weiter. Der ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool, ist sein Geld auf jeden Fall wert. Und so viel muss man dafür heute dann auch nicht bezahlen. Also ich lege hier nochmal die coole Bauanleitung daneben. Ihr seht das. Dann seht ihr auch nochmal die Nummer, falls ihr euch den wirklich irgendwann nochmal nachkaufen wollt. Macht das auf jeden Fall. Ich finde den ziemlich, ziemlich cool. Also ich würde sagen, das hier war es mit diesem Video. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Mein Name ist Patrick und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.